Diese Körper sind nicht fürs Ballett gemacht. Die Spieler der deutschen Rugby-Nationalmannschaft bereiten sich auf das Länderspiel gegen Schweden vor. Tape zum Schutz für die Finger. Muskuläre Verhärtungen werden noch schnell lokal betäubt. Rugby ist nicht brutal, sondern sehr fair, betont Kapitän Alexander Wiedeker. 1,72 groß, 110 Kilo schwer. Körperlos ist Rugby halt auch nicht. Ich hatte mal einen Bizeps in Abriss, aber es war so die größte Verletzung. 3 Monate habe ich pausiert. Das erste Rugby-Länderspiel in Hamburg seit 44 Jahren. Für Deutschland geht es darum, wieder in die Gruppe der besten Nationen der Welt aufzusteigen. In England, Frankreich, Südafrika oder Neuseeland steht Rugby auf der gleichen Stufe wie Fußball. Die deutschen Spieler sind größtenteils Amateure und müssen sich für ihr kräftezehrendes Hobby beim Arbeitgeber Urlaub nehmen. Sammy Füchsel braucht auch eine Krankschreibung. Nach 5 Minuten bricht sich der 20-Jährige den Unterschenkel. Ich bin Gedanken bei ihm. Ich habe seinen Fuß gesehen. Es sah nicht gut aus und ich hoffe, der wird schnell wieder fit. Die Verletzung ihres Mitspielers lässt die deutschen Spieler kurz schlucken. Dann greifen Wiedeker und sein Team richtig an. Wichtigste Regel beim Rugby: Der Ball darf nach vorne getragen und nur nach hinten geworfen werden. Ziel ist es, den Ball am Ende des Platzes im gegnerischen Mahlfeld unterzubringen. Das gelingt Deutschland heute immer wieder. Weil kleinere Verletzungsbehandlungen normal sind, wird dafür nicht jedes Mal die Partie unterbrochen. Es wird einfach drumherum gespielt. Selten wird mal ein Schiedsrichter oder auch ein Betreuer umgehauen. Also es passiert sehr, sehr selten. Wenn ich getroffen werde, dann bin ich allerdings erstmal weg. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Am Ende bleibt zumindest der Arzt unverletzt und Deutschland gewinnt mit 73-17. Die Nationalmannschaft hat angekündigt, bis zum nächsten Auftritt in Hamburg nicht wieder 44 Jahre warten zu wollen.